Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4 The Last Revelation. Weiter geht's. Haha, daneben gehauen. Na, was ist denn hier so versteckt? Pistolen! Nichts. Medipack. Ah, hier liegen Munitionsrum. Und zwar jede Menge Muni. Na, wie wieder raus. Mal gucken, ob ein Gegner aufgetaucht ist. Nö. Hier liegt nichts. Da sind aber Kisten. In denen nichts war. Ah, der Waffenkammerschlüssel. Wo nochmal die ganzen Waffen rumliegen und Muni. Als ob man nicht die Waffen finden würde. Weg mit dir, bist du. Speichern. Ist die Frage, wohin? Darüber?
Nein, das war die falsche Sache. Da muss ich wahrscheinlich später hin. Die Königspyramiden von Khufu. Jetzt muss ich wahrscheinlich darüber. Nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Nach hier oben. Kommt man da wirklich rüber? Jo. Bin ich hier denn richtig? Eine Probe. Nö. Aus. Ein bisschen rumprobieren. Bla 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 bla. Wieso sollte man da rüberkommen, wenn man da nicht hin muss? Wie ist da ein Gegner, wenn dann da nicht hin muss? Und dann muss man da erst später hin. Knappe Sache.
Yay! Medipack! Was zur Hölle? Der hat mich jetzt aber richtig überrascht. Verflixter Skorpion. Wo kommt der denn her? So nah war, glaube ich, auch nicht gut. Was soll das? Okay, ich wollte jetzt keinen Handstand machen. Warum habe ich jetzt Anlauf genommen? Und ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und bis zum nächsten Part.